Als Nächster zu Wort gemeldet hat sich der Herr Bundesminister Alois Stöger. Ich erteile es ihm. Danke, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vorerst möchte ich mich bedanken dafür. Und liebe Frau Präsidentin, das kannst du dir als Orden geben. Die Opposition hat gesagt, das ist ein guter Bericht und die Bevölkerung soll das auch hören. Und ich denke, das ist wichtig. Wir haben und du hast bei diesem Bericht die richtigen Kriterien in den Vordergrund gestellt. Es ist deutlich geworden, dass wir in Österreich einen öffentlichen Verkehr haben, wo wir transparent, da kann man über das eine oder andere Parameter durchaus diskutieren, wo wir transparent sagen wollen, ja, wir wollen einen qualifizierten, einen qualitativen Verkehr, einen öffentlichen Verkehr für die Mitbürgerinnen und Mitbürger haben. Und dieser Bericht zeigt das, dass wir es auch langfristig halten können. Wir kaufen gemeinwirtschaftliche Leistungen dort ein, wo es keine marktfähigen Leistungen der Bahn geben kann. Wir reden von Schienenverkehr. Und mich freut es sehr, dass wir Europameister im Schienenverkehr sind in der Europäischen Union. Wir haben ein noch viel zu lernen von der Schweiz. In der Schweiz gibt es gute Schienenanbindung. Sie haben aber weniger im Busverkehr Leistungen. Wenn man bei uns den Busverkehr dazu nimmt, dann können wir auch mit der Schweiz gut mithalten. Insgesamt ist deutlich geworden, dass wir durch die Bestellungen der öffentlichen Hand den öffentlichen Verkehr gestärkt haben. Und was mich noch mehr freut, die Bevölkerung hat es auch angenommen. Und das ist das Entscheidende. Über die Kriterien, die wir aufzeigen und über die wir auch steuern, ist der Inhalt der Verkehrsdienstverträge, der Leistungsumfang. Wir diskutieren, ob es eine Überkompensation gibt. Wir haben eine ganz klare Leistungskontrolle. Wir zahlen nur dann die Leistungen, wenn sie auch tatsächlich erbracht werden. Und der Bericht zeigt auch auf, wie gehen wir mit dem Qualitätsmanagement um. Es geht darum, kundenorientiert zu arbeiten, und die Verkehrsunternehmen haben kundenorientiert zu arbeiten und sie arbeiten auch so. Danke dafür. Die Zielsetzung ist, einen Taktfahrplan umzusetzen. Und Herr Abgeordneter Daimek, der VCÖ testet die subjektiven Kriterien. Die machen insgesamt 30% aus. 70% der Kriterien sind objektive. Die kann man auch nachvollziehen, wie zum Beispiel die Pünktlichkeit. Mich freut, dass jeder Österreicher, jede Österreicherin 1.425 Kilometer Bahn gefahren ist im Jahr 2013, könnte noch ein bisschen mehr sein, aber wir sind damit in Europa ganz vorne und wir haben 77 Millionen Fahrplankilometer durch den Bund bestellt. Mir ist es wichtig, auch im Güterverkehr, da sind wir Europameister, da sind wir auch besser als die Schweiz, wir haben einen hohen Güterverkehr auf der Schiene und der führt dazu, dass wir einen sicheren Transport haben. Wir wissen, Transporte auf der Schiene sind 64 Mal sicherer als auf der Straße und das bedeutet, dass wir gerade, wenn es um Gefahrengut geht, hier entsprechende Leistungen bringen. Es ist mir noch ein Bedürfnis, darauf hinzuweisen, dass man Verkehre nicht gegeneinander aufrechnen kann. Für manche ist etwas Fernverkehr, was für einen anderen ein Regionalverkehr ist. Wenn ich von Wien nach Salzburg fahre und es steigt in Wels jemand zu nach Adnang-Buchheim, dann ist das für mich Fernverkehr und für den in Wels Nahverkehr. Also es ist immer auch das Gleiche. Was aus meiner Sicht auch noch wichtig ist, deutlich zu machen, dass durch die Investitionen in den Fernverkehr auch der Nahverkehr gestärkt wird. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Wir haben auf der Strecke, auf der Weststrecke, gleich viele Menschen, es leben gleich viele Menschen wie auf der Südstrecke. Wien nach Salzburg sind gleich viele wie
Wien nach Villach. Wir haben aber, weil wir eine bessere Verkehrsverbindung haben, viermal so viel öffentliches Verkehrsaufkommen. Und ich sage, daher ist es auch notwendig, in anderen Bahnstrecken zu investieren. Das werden wir tun. Das werden wir tun und ich bedanke mich bei allen Verkehrsträgern, die dazu einen Beitrag leisten, einen guten öffentlichen Verkehr auch anzubieten. Und ich denke, dieser Bericht zeigt die Zukunft auch auf.